Herzlich willkommen. Wir haben uns ja zusammengesetzt. Wir wollten mal ein bisschen praktisch eine Jahresvorschau für 2015 besprechen, was er jetzt so vom nächsten Jahr erwartet, tabletop-technisch und so weiter und so fort. Ja, wer möchte denn anfangen? Freiwillig vor, oder was? Freiwillig haben wir nicht. Silas fängt an. Wir müssen ihn unter Druck setzen, dass sein Glas abstellt hier. Ja. Also, Silas, was war die größte Niederlage 2014? Meine größte Niederlage? Ach, wir sind noch bei 2015. Ja. Ich kann mich gar nicht... die Liga gewonnen zu haben, oder? Ja, das liegt ja daran, weil ich kein drittes Turnier hatte. Aber das war deine persönliche Niederlage. Also was machst du 2015? Ja, was wohl die Liga gewinnt. Danke. Also das müssen natürlich wir beide noch untereinander ausmachen. Ach Stefan, ja, der möchte jetzt auch. Also wie gesagt, wenn wir mal ein Turnier haben, wo wir beide auch gleichzeitig da sind, genau. Außer jetzt H1 vielleicht mal. Also klar, Sie für 2015 die Liga gewinnen. Also ich möchte gerne einen hohen einstelligen Platz. Dann fängst du im März wahrscheinlich mit an, oder? Im März? Ja, sicher. Du hast ja auch gute Karten, würde ich sagen. Also ja, ich wollte ganz gerne jetzt in Hahn mit der Versklavung des Auenlandsliste kommen. Also mit Charas Schurken und ein paar Urukai dabei, ein paar Orks. Ist eine schöne Liste, macht viel Spaß zu spielen. Ohne Monster, ne? Ausnahmsweise. Genau, der Ziel hat von uns die Auflage keine Monster 2015. Komplett 2015? Ja, natürlich. Sicher. Das war's mir nicht fürs Turnier. Okay, dann spiele ich noch eine Liste. Ostlänge mit König von Kant auf Streitwagen. Das ist ein Monster. Wozu ist das Ganze? Komm, das kann ich mal zu verstehen, oder? Komm, das Modell ist so cool. Können wir noch diskutieren. Das ist das größte Reich hier, was keine Monster-Attacken machen kann. Also, ist aber, ja, ist Monster. Also das ist mein Ziel. Denn da komme ich jetzt direkt zum nächsten Ziel. Ich möchte gerne diese beiden Listen, die ich gerade angesprochen hatte, noch bemalen. Wie weit bist du damit? Mit den Ostlingen? Nicht weit. Also sehr gut, Ostlinge habe ich einen Druck fertig, aber das dauert bei mir immer ein bisschen länger. Ja, sonst viel Spaß auf Turnieren haben, viele Leute treffen, gegen die spielen. Und viele YouTube-Videos gucken vom HTL-Chat. Oh, gut geschleppt, nicht gut, das war doch nur. Ja, also sonst, das ist so ungefähr, was ich mir so vorstelle. Was stellst du dir so vor, Timo? Ich? ja. Was soll man da groß sagen? Ich wünsche mir, dass wir viele Turniere im nächsten Jahr zusammenkriegen. Ich hoffe nicht nur von uns, sondern dass sich auch viele andere Leute angesprochen fühlen. Da gab es jetzt schon ein paar, die da Interesse dran haben. Wir haben ja auch schon, oder ihr beide habt auch schon so ein schönes Tutorial-Video gemacht praktisch, wie man ein Turnier organisiert. Und ich glaube, das wäre das Beste, was uns passieren kann, Leute zu finden, die praktisch Bock haben, selber was zu organisieren. Und ja, das ist, glaube ich, ich habe auch noch so ein paar Malprojekte für 2015, aber das... wird wahrscheinlich noch ein paar Jährchen dauern, da brauche ich jetzt nicht von zu erzählen. Hast du denn ein aktuelles Malprojekt, was du jetzt so ins nächste Jahr überziehst, sozusagen? Goblins. Eine Moria-Goblin-Armee. Ich habe ganz schöne Zinn-Goblins erworben und die brauchen Farbe. Ganz grimmig. Also Goblins brauchen jetzt nicht viel Farbe. Schwarz und noch ein bisschen schwarz, oder? Die Moria-Goblins, da bist du ein bisschen länger mit dran als bei den Goblins. Also, habe ich noch was zu tun. Kann mich nicht beklagen. Cooles Gesicht auch so. Ein paar Monster noch bemalen. Ja. Wunderbar. Wunder. Silas hat vorhin schon gesagt, der will die Liga gewinnen. Oder der will das mit Stefan ausmachen. Ja, Stefan, daher dein Ziel ist wahrscheinlich. Also meine Frage sind die zwei Ws, Weltfrieden und Weltherrschaft. Okay, gut. Also Welt habe ich auch noch vergessen. Weltfrieden durch Weltherrschaft. Nee, also ja, mein Ziel auf jeden Fall, klar Liga gewinnen, aber um die Liga zu gewinnen, auf jeden Fall an Turnieren teilnehmen. Mehr Zeit für das Hobby freischaufeln, wenn es mir irgendwie möglich ist, jobbedingt. Und ja, mein Malprojekt, ich möchte meine A2-Jäger zu Ende malen, dass die auch endlich mal vollzeigbar sind. Ja, die sind doch in einem guten Zustand. Du möchtest sie nur in einem optimalen Zustand. In optimalen Zustand, genau. Und ich hatte mir eventuell vor 2015 mir noch eine gute Armee zusammenzusammeln. Welche, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Da muss ich mir da noch mal ein paar Gedanken drüber machen. Aber das sind so meine Ziele für 2015. Für den HTL-Channel wünsche ich mir halt, dass wir die 500 Abonnenten vollkriegen. Weil wir können es der Welt nicht zumuten, dass wir dann Olli in Cheerleader-Kostümen zeigen müssen.
Das könnte unter die Genfer Konvention fallen. Aber ja, also ich hoffe, dass auf jeden Fall ihr auch so gut dabei bleibt, wie ihr dabei seid, und dass halt noch mehr Leute dazu kommen. Das fände ich halt super. Wunderbar. Ja, ihr beide, also euer Ziel ist wahrscheinlich erstmal nicht unbedingt für den Channel hier noch eine tanzen zu müssen. Ja, nee. Also 500 Abonnenten, das ist, muss also irgendwie machbar sein, wenn ich Leute bezahlen muss. Das sieht aus dir. Dann hätten wir noch einen kleinen Trick auf Lage. Man muss jetzt in die Kamera sagen, wie viel würdest du den Leuten bieten? Ja, ist noch Zeit, wir haben ja noch bis September Zeit. Sollte. Also wenn es knapp wird, genau, schreibt immer an, ja, mit euren Kontodaten. Ja, genau. Vorschlag. Also wir haben noch einen kleinen Trick auf Lage, wir können auch englischsprachige Videos machen. Und dann die Engländer fragen, ob sie nicht. Ja, aber ich meine, wir haben jetzt den Channel noch nicht mal mehr ein halbes Jahr und... Ja, also ich denke mal auf, wir schaffen das. Also der Erwartungswert laut Social Blade ist eine Plattform, wo man sich YouTube-Channel bewerten lassen kann, ist 2 Monate. Dass wir die 500 knacken. Ich bin sehr gespannt, ob das... Jetzt noch 2 Monate? Ja. Okay. Also daher, ich denke mal, das ist machbar. Vielleicht, wenn wir das Ziel erreichen, machen wir noch neue mit. Also ich bin dafür offen. Genau, die Mädels im Bikini im YouTube-Video. Den wollt ihr dagegen halten? Ja, auch im Bikini. Ich werde ja auch so ein bisschen größer waren. Super. Alles ist möglich, heißt es bei uns in Österreich im Lotto. Ich glaube aber, das Problem ist, die Mädels wollen nicht im Bikini in einem YouTube-Video. Würde ich auch nicht wollen, wenn es möglich ist. Nee, dann lassen wir uns auf jeden Fall eine gute Challenge einfallen, oder? Genau, also irgendwas brauchen wir auf jeden Fall, um aktiv dabei zu bleiben, auch persönlich. Was wir trotzdem natürlich nicht vernachlässigen werden. Also 2015, ja, was werde ich machen? Auf jeden Fall an Veranstaltungen teilnehmen. Ich persönlich will auch noch, also wir wollen natürlich eine größere Veranstaltung auch organisieren. Dafür suche ich gerade ein paar Locations. Ich habe mittlerweile schon wieder 2, das wusste ich noch gar nicht, die ich jetzt angeschrieben habe, wo wir vielleicht was Größeres organisieren können, weil wie ihr schon seht, das Turnier in Hahn 3.0 ist schon sehr beliebt. Ich habe, glaube ich, aktuell 38 Anmeldungen bei möglichen 30 Startplätzen. Da 10 vor dem Turnier. Ja, genau. Das muss man jetzt mal betonen. Genau. Also wir suchen auf jeden Fall eine größere Location für nächstes Jahr, um ein größeres Turnier zu veranstalten. Wir wollen den HTL-Channel und die Community noch größer ausbauen. Ich persönlich bin gerade im Marktweg, was ich ja übernehme, ist gerade meine Häuser. Die habe ich heute Morgen angefangen. Und die würde ich gerne natürlich am Anfang nächstes Jahres fertigstellen. Die würde ihr auch dann mit Hahn 3.0 sehen. Die müssen bis dahin nämlich fertig sein, wenn wir Gelände haben. Und das ist dann so ein Vierteljahrprojekt. Ja, okay, ja, genau. Und dann habe ich noch ein paar gute Armeen, die ich machen will. Also Mordor-Armee ist jetzt fertig. Die guten möchte ich nochmal ein paar was ausstellen. Ich denke mal, damit bin ich ganz gut beschäftigt. Danke auch. Hast du was zu malen? Ich habe sehr viel zu sagen. Ich habe so also ein bisschen die Silas-Angst gehabt. Ich habe ein paar Panikkäufe gemacht, blöderweise. Und komme jetzt drauf, es war doch nicht so schlimm alles. Ich habe recht viel anzumalen. Bin ja jetzt wieder gesundet und kann jetzt wieder wie ein Bekloppter malen. Blöderweise ist es nicht so wie früher, dass ich 100 Figuren in einer Woche male. Weil ich halt dann doch irgendwann angefangen habe, alles zu schichten, inklusive Modelle, die ich gar nicht benutze. Und dann dauert das dementsprechend. Ja, was habe ich als Ziel? Ich möchte auf jeden Fall einen Smoker gattern. Das ist ein großes Ziel von mir. Und den möchte ich anmalen und den möchte ich auch beim Turnier spielen. Ich kündige das an, ich werde ihn beim Turnier spielen. Das heißt, wenn das Turnier 1000 Punkte hat, nehme ich dann einfach nur 700 Punkte mit. Ich wollte gerade sagen, also mindestens 700 Punkte Turnier muss es geben. Ja? Also ich noch ein Drache dazu. Ja. Aber Olli, was mich jetzt interessiert, machst du nochmal so eine Elbenliste, die du auch so in rosa und in lila anmalst? Ist das jetzt positiv? Ja. Olli hat auf Facebook ein Bild gepostet von einem Tranduil in, was hat er alles für kleine? Rosa-Violett. Rosa-Violett, so. Rosa-Tüten. Jetzt warten wir natürlich alle noch auf die passenden Waldelben dazu. Ich bin sehr gespannt. Ja, schauen wir mal. Ich denke heute einfach, das ist ein Abendgewand. Das muss man sich mal so vorstellen. Ist im Schlafzimmer. Ich weiß noch gar nicht, was ihr alle habt. Es gibt ein Foto von Elrond, wo er genau ein Gewand trägt, das genauso aussieht. Ich habe das nur nach dem Film gemalt. Also kriegen wir da kein Waldelben-Projekt von zu sehen. Oder wird es eher so ein 2017-Projekt oder so? Ja, das Problem ist, wenn das Plastikmodelle wären, dann könnte ich mir das vorstellen, aber diese Feincast-Modelle finde ich da fast zu teuer für. Weil 10, also vielleicht male ich ein oder zwei mit dem Farbschema. Seine persönlichen Wachen. Seine persönlichen Wachen. Ja, nee, wenn du zum Beispiel 3 Blister Bogenschützen kaufst und du brauchst nur 2, weil du 8 Figuren,
Also 2,5, dann hast du einen übrigen und dann male ich euch einen großen Arm. Okay? Okay, danke. Wir freuen uns drauf. Ja, was persönliches Ziel ist, ich möchte den Daniel unbedingt unterstützen, eine größere Location zu finden, weil ich gehe davon aus, dass die Community wesentlich größer ist, als wir momentan wissen und dass auch die Leute zum Turnier kommen wollen. Und es melden sich ja laufend Leute an, obwohl wir schon voll sind, das ist total klasse. Das heißt, ich denke, wir müssen auf mindestens eine Location gehen mit 50 Leuten für Hahn 4.0. Wir wollen auch noch ein drittes Turnier 2015 organisieren, das wird dann im Herbst, Anfang Winter sein. Das heißt, unser Ziel ist 3 Turniere, eins im März, eins im Sommer jetzt, das Hahn 4.0, wo der Stefan die Terminoption Nummer 1 hat. Und dann wollen wir im Herbst auch noch ein drittes Turnier organisieren. Das heißt natürlich für euch, ja, wenn ihr genau zugehört habt, 3 Turniere nächstes Jahr. Es können maximal 3 bei der Liga gewertet werden. Das heißt, natürlich sind wir auch angewiesen, dass ihr euch was überlegt für 2015, ein paar Turniere organisiert. Das heißt, natürlich wäre es schön, wenn ein paar Leute zusammenkriegen. Unter anderem, wie gesagt, ist in Berlin eine der ersten Aktivitäten, die wir haben Anfang des Jahres. Und dann natürlich weitere, die wäre schön, wenn natürlich weitere Turniere noch stattfinden würden. Genau, irgendjemand muss ja dem Silas und dem Stefan den Turniersieg streitig machen. Ich habe beschlossen, bei den Turnieren, wo ich teilnehme, werde ich keine Turnierliste spielen, und, sondern einfach nur mit total blöden Armeen wie Smaug oder nur All Hero Armeen. Blöde Armeen wie Smaug ist sehr schwach, ja. Ja. Ich hatte ja schon gesagt, wenn jemand ein 1000-Punkte-Turnier ausspielt, stelle ich nur Smaug auf und gucke, ob ich damit gewinne. Okay, wird trotzdem hart. Ja. Ja, das war mein Ziel für 2015, hätte ich fast 14 gesagt. Und jetzt bist du wieder dran, Timo. Ich bin wieder dran, ja. Ich glaube, wir sind durch, oder? Hast du schon gesprochen? Ja, ich habe zwischendurch ein bisschen was gelabert. Okay. Ja. Ja, dann haben wir einmal den praktisch kompletten Vorausblick 2015, was wir alle so erwarten. Und was ihr erwartet, schreibt ihr uns in die Kommentare rein. Dann schönen Abend noch. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss.